Witam serdecznie und hallo, herzlich willkommen zu Hey Polska, dein Channel, bei dem du ganz einfach und bequem Schritt für Schritt die polnische Sprache erlernst. Der Sommer ist im vollen Gange und vielleicht warst du bereits im Urlaub, bist im Urlaub oder planst deinen Urlaub. Może też do Polski, vielleicht auch nach Polen. Może też do Polski. Ich war vergangene Woche in Polen für ein paar Tage, unter anderem auch auf einer richtig schönen polnischen Hochzeit, habe dort gefeiert und Spaß gehabt und muss sagen, Polen ist definitiv eine Reise wert. Deshalb würde mich interessieren und ich bin mir sicher, auch alle anderen hier in der Community, wohin fährst du, wenn du in Polen bist? Tendenziell eher ans Meer, in die Berge, in den Osten, in den Westen. Schaust du dir die wunderschönen Städte wie Warschau, wie Krakau, wie Łódź, wie Toruń und an? Oder fährst du doch lieber aufs Land? Lass es uns wissen, denn ich bin mir sicher, der ein oder andere plant vielleicht seinen Polenurlaub, war vielleicht noch nie dort und ist sicherlich für jeden Tipp dankbar, den ihr geben könnt. Deshalb her mit euren Vorschlägen, schreibt sie in die Kommentare und lasst uns gemeinsam uns austauschen, wohin man denn am besten nach Polen fahren sollte. Und wenn du gerade im Urlaub bist und dennoch den Weg hierher auf diesen Kanal gefunden hast, dann chcesz pouczyć się polskiego. Chcesz pouczyć się polskiego. Du willst also Polnisch lernen. Und diesen Wunsch möchte ich dir nicht verwehren, deshalb legen wir jetzt los. Zaczynamy, auf geht's. Heute machen wir uns auf den Weg nach Polen. Doch bevor wir überhaupt starten, haben wir zu Hause noch einiges zu klären. Deshalb schauen wir uns in diesem Video einige wichtige Wörter und Sätze an. Beginnen wir mit dem allerwichtigsten Wort, und zwar dem Wort Urlaub. Auf Polnisch ähnlich wie im Deutschen Urlop. Urlop. Und wir denken an dieses schöne rollende R. Ich habe im Vorfeld bereits ein Video gemacht, wie man dieses R mit Zeit und Geduld lernen kann. Ich verlinke es hier noch einmal, schau es dir gerne einmal an und übe tüchtig mit. Alternativ kann man auch Ferien sagen. Die Ferien heißen auf Polnisch Wakacje. Wakacje. Und die gibt es auch nur im Plural. Das nicht vergessen. Es gibt kein Ferien im Singular, sondern immer nur im Plural, Wakacje. Wenn ich also sagen möchte, ich fahre in den Urlaub oder ich fahre in die Ferien, dann sage ich auf Polnisch, jadę na urlop. Jadę na urlop. Oder jadę na wakacje. Jadę na wakacje. Man muss nicht zwingend in den Urlaub fahren, man kann natürlich auch fliegen und dieses Verb fliegen heißt auf Polnisch lecieć. Lecieć. Und hier denken wir an unsere schönen breiten Cis. Lecieć. Und dieses Verb konjugieren wir jetzt auch. Und zwar, wenn ich fliege, dann sage ich lecę. Lecę. Du fliegst? Lecisz. Lecisz. Er oder sie fliegt. Leci. Leci. Wir fliegen. Lecimy. Lecimy. Ihr fliegt. Lecicie. Lecicie. Und sie fliegen. Lecą. Lecą. Wenn ich also beispielsweise sagen möchte, ich fliege nach Griechenland, dann sage ich lecę do Grecji. Lecę do Grecji. Selbstverständlich fliegt man nicht einfach so ohne nichts in den Urlaub. Deshalb benötigen wir auch unser Gepäck. Und dieses Gepäck lautet auf Polnisch bagaż. Bagaż. Relativ simpel, kennen wir auch schon aus anderen Sprachen. Im Polnischen sehr ähnlich bagaż. Und so ein Gepäck
besteht aus mehreren Koffern. Also der Koffer auf Polnisch lautet demnach Walizka. 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 Und dieser Koffer ist natürlich auch befüllt, unter anderem mit Kleidung. Die Kleidung heißt auf Polnisch Ubranie. Ubranie. Doch seltenst benutzen wir dieses Wort Kleidung. Stattdessen sagen wir häufiger Klamotten. Auch dieses Wort ist geläufig im Polnischen und auch hier gibt es ein umgangssprachliches Wort, welches da wäre Tschuche. Tschuche. Mit einem schönen breiten Tschi-Tschi-Tschi. Tschuche. Tschuche. Neben den Klamotten haben wir auch unseren Kulturbeutel dabei und dieser Kulturbeutel heißt auf Polnisch Kosmetyczka. Kosmetyczka. Was alles in so eine Kosmetyczka kommt, dazu mache ich ein separates Video, denn da kommt doch einiges zusammen und das schauen wir uns deshalb in einem anderen Video an. Also der Kulturbeutel Kosmetyczka. Und wir brauchen auch Schuhe, Schuhwerk und Schuhe bzw. Schuhwerk heißt auf Polnisch Obuwie. 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 Sobald wir alles zusammen haben und beispielsweise mit dem Auto auf dem Weg nach Polen sind, so schmeißen wir alles in den Kofferraum und deshalb schauen wir uns auch das Wort Kofferraum an. Dieses lautet und leitet sich auch von Gepäck ab, Bagażnik. 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 Und wenn man mit dem Auto unterwegs ist und sagen möchte, auf geht's, na los, so gibt es im Polnischen einen schönen Ausdruck, der da wäre w drogę. W drogę. W drogę. Wir haben unseren Zielort, also miejsce docelowe, eingegeben. Miejsce docelowe. Unser Zielort. Und sind auf dem Weg. Wenn wir auf dem Weg nach Polen sind, so müssen wir auch über, ja, die teilweise vorhandene Grenze. Die Grenze heißt auf Polnisch Granica. Granica. Und aktuell gibt es dort auch einige Grenzkontrollen. Diese Grenzkontrolle heißt auf Polnisch Kontrola Graniczna. Kontrola Graniczna. Wenn du mit dem Auto durch Polen unterwegs bist und dich der Grenze näherst, so wird häufig über der Autobahn auf diesen Anzeigetafeln dieses Wort Kontrola Graniczna angezeigt. Und so weißt du jetzt auch in Zukunft, aha, es erfolgt eine Grenzkontrolle. Das heißt nicht zwingend, dass du angehalten wirst, aber du weißt auf alle Fälle, gut, dort gibt es eine Grenzkontrolle. Kontrola Graniczna. Und nun möchte ich von dir wissen, wohin du fährst, wenn du in Polen bist. Fährst du eher in den Norden, in den Osten, in den Süden oder in den Westen? Schauen wir uns auch diese vier Himmelsrichtungen an. Der Norden wäre Północ. Północ. Der Norden und auch die Mitternacht teilen sich im Polnischen ein und denselben Begriff. Also Północ heißt sowohl Norden wie auch Mitternacht. Der Osten wiederum heißt auf Polnisch Wschód. Und auch hier teilt sich dieses polnische Wort zwei deutsche Bedeutungen, und zwar einmal der Osten, wie aber auch der Sonnenaufgang. Wschód, der Osten, Wschód Słońca, das wäre jetzt der komplette Begriff, wäre der Sonnenaufgang. Wschód. Der Süden wäre Południe. Południe. Und auch hier gibt es wieder zwei Bedeutungen. Einmal der Süden, aber auch die Mittagszeit. Der Mittag. Und der Westen, du denkst es dir schon, heißt Zachód. Und auch hier teilt sich dieses polnische Wort zwei deutsche Bedeutungen. Einmal der Westen, wie aber auch der Sonnenuntergang. Zachód. Zachód Słońca. Das wäre der ganze Begriff für den Sonnenuntergang. Zachód. Nochmal zusammengefasst. Północ,
Wschód, Południe, Zachód. Sprich, im Polnischen bzw. die Polen, die richten sich komplett nach der Zirkulation der Sonne. Fahren wir also in Richtung Północ, sprich in Richtung Norden, so kommen wir ans Meer. Das Meer heißt auf Polnisch Morze. Und das ist nicht irgendein Meer, sondern es ist die Ostsee. Und diese Ostsee heißt auf Polnisch Morze Bałtyckie. Morze Bałtyckie. Oder kurz Bałtyk. Bałtyk. Morze Bałtyckie bzw. Bałtyk. Solltest du in Zukunft auf dieses Wort treffen, so weißt du, aha, es ist die Ostsee. Fahren wir in Richtung Wschód. So kommen wir in unsere Stolica, in die Hauptstadt. Stolica. Und die Hauptstadt Polens ist natürlich Warszawa. Wer von euch schon mal in Warszawa war, in Warschau, auch hier gerne mal in die Kommentare schreiben, was euch an Warschau gefallen hat, wo man unbedingt hingehen muss, wenn man in Warschau ist. Und fahren wir in Richtung Południe, also in Richtung Süden, so kommen wir in die Berge, auf Polnisch Góry. Góry. Und das sind nicht irgendwelche Berge, sondern die haben auch einen Namen, und zwar heißen sie Tatry. Tatry. Der höchste Berg der Tatry wäre die Risse, also die Meeraugspitze. Risse. Die Risse hat eine ungefähre Höhe von 2500 Metern über dem Meeresspiegel. So mal am Rande. Warst du schon mal dort? Wenn ja, bitte auch mal kurz kommentieren, wie es dir dort gefallen hat. Abschließend habe ich noch eine Frage an dich, die ich dir auf Polnisch stelle. Wolisz wakacje nad morzem, czy w górach, a może jednak w mieście? Noch einmal. Wolisz wakacje nad morzem, czy w górach, a może jednak w mieście? Napisz w komentarzu. Also, auf Polnisch habe ich gefragt, bevorzugst du deinen Urlaub am Meer oder in den Bergen oder doch vielleicht am allerliebsten in der Stadt? Schreib es mir in die Kommentare, schreib es uns allen in die Kommentare und ich danke dir, dziękuję bardzo, für deine Zeit, für deine Lust, für dein Interesse an der polnischen Sprache, an der polnischen Kultur. Und ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder zuschaltest, wenn es wieder heißt, Hey Polska, bis dahin, na razie.